Wir schreiten zum Abstimmen. Bitte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner kurzen Zusammenfassung der Julius Baer AG Generalversammlung 2018 in Zürich. Ich bin mittlerweile nach Luzern weitergefahren, jetzt im Anschluss der Generalversammlung sitze jetzt gerade gemütlich auf einem Cappuccino im Schweizerhof hier und fahre dann nachher gleich weiter zu meiner Tante. Dachte mir aber, Video mache ich jetzt schnell noch vorher für euch, einfach weil ich jetzt noch möglichst viel im Gedächtnis habe. Je länger man wartet, umso schwieriger wird es. Und erstmal bei der Tante angekommen ist sicher nichts mehr mit Video drehen, sondern dann zählt Familie und Familiengespräche. Ja, vielleicht organisatorisch. Die Julius Baer Generalversammlung war um 9 Uhr Toröffnung an einer neuen Location, der Samsung Hall. Liegt daran, dass der übliche Ort derzeit renoviert wird in Zürich drinnen und das Kongresszentrum, wenn mich nicht alles täuscht. Und es wird die nächsten 3 Jahre, also in der Samsung Hall nahe Zürich oder am Stadtrand von Zürich, stattfinden. Trotzdem eine sehr nette Location. Beachtet nur, dass die Parkgebühr in der Garage dort zu bezahlen ist mit 2 Franken pro halber Stunde. Vor Eröffnung der Generalversammlung gab es Kaffee, Getränke und Kleinigkeiten zu essen, so Kipferl und ähnliches. Ja, fangen wir vielleicht gleich direkt mit der Zusammenfassung an, in der üblichen Art und Weise, wie ich das mache, wie immer ohne Gewähr auf Richtigkeit oder sonst was, ist einfach als Privatanleger, wie ich das so wahrnehme, wie ich einfach als Gesprächsgrundlage für Hauptversammlungen, für unsere Gruppe, für unsere Community das gerne hobbymäßig für uns zusammenfassen möchte. Was mir aufgefallen ist, junge Leute, ja, und zwar die Auszubildenden der Julius Baer AG sind auch bei der Hauptversammlung als Gäste anwesend, sonst sehr gemischtes Publikum von alt bis jung dabei von den Aktionären. Die Eröffnung machte Daniel Jesandner, der Aufsichtsratsvorsitzende, wie das natürlich sich so richtig gehört. Ich habe jetzt hier ein bisschen mitgeschrieben und versuche jetzt also hier unprofessionell zusammenzufassen. Ich empfehle euch aber bei den Investor Relations online zu gehen, Geschäftsbericht anschauen, Zusammenfassung anschauen vom Business Review und vor allem, was wirklich genial ist, ist, hier sind alle Ansprachen nochmal ausgedruckt. Ich denke, das wird man sicherlich jetzt im Anschluss auch online abrufen können. Das ist wirklich geil. Empfehle ich euch, wenn ihr euch für dieses Unternehmen interessiert, lest euch das hier nochmal genauer durch. Ich mache jetzt ja hier sozusagen eine Zusammenfassung der Ansprachen, was ich so mitgeschrieben habe. Man muss allgemein sagen, das Marktumfeld war für Julius Baer sehr günstig. Man hat die Stellung international ausbauen können beim Private Banking. Man muss dazu sagen, was macht Julius Baer? Hauptsächlich Vermögensverwaltung und zwar im Private Banking Bereich. Ja. Man hat ja auch die Auszeichnung bekommen, World's Best Bank for Wealth. Das heißt genau, ich muss euch das jetzt einfach hier live raussuchen nochmal, World's Best Bank for Wealth Management 2017 Julius Baer. Gebt mir ein paar Minuten einfach jetzt währenddessen, dann tue ich mir hier leichter und kann hier, glaube ich, mehr Qualität liefern. Ich habe das jetzt nicht im Vorfeld mir alles unheimlich mühsam nochmal zusammengeschrieben, was ich euch hier erzähle. Ihr wisst schon, bei mir ist immer alles ein bisschen langatmig. Wenn es euch nicht gefällt, dann klickt halt weg. Es tut mir auch leid, aber ich bemühe mich, das hier für euch gut zu machen. Ja, was war jetzt sonst besonders spannend oder als Highlight herauszunehmen? Es gab einen neuen CEO und zwar Ende November. Das heißt also, der neue CEO ist Bernhard Hodler. Er ist nicht ganz neu im Unternehmen, ganz im Gegenteil. Er ist also schon seit langem dort als 2001 bis 2017 als Chief Risk Officer tätig gewesen und ja, genau, den Lebenslauf könnt ihr natürlich auch dann wiederum diesem Heftchen hier gerne entnehmen. Warum neuer CEO? Der alte hat gekündigt, Boris Kolady hat also Ende November sich entschieden, das Unternehmen nach 11 Jahren Zugehörigkeit zu verlassen und der neue CEO Bernhard Hodler hat also dann sofort seine Aufgabe, seine Funktionen als neuer CEO, der sehr schnell besetzt wurde, das hat man auch in den Medien entsprechend gesehen. Da kann ich euch einen Artikel vielleicht darunter verlinken, im Anschluss aufgenommen. Ja,
dann muss man natürlich dazu sagen, was ist jetzt hier sozusagen vielleicht noch spannender als Zusammenfassung. Wir sind derzeit prinzipiell natürlich noch immer in den Zeiten. Jetzt fährt da mitten im Luzern ein Traktor laut hier vorbei. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hier hören jetzt. Ja, es sind nun mal die Zeiten negativer Zinsen, aber man geht jetzt von den Analysten her davon aus, bei Julius Bär, dass diese Zeiten jetzt tatsächlich zu Ende sind oder sich das Ende dieser Zeiten sozusagen jetzt einläutet, was wir eigentlich auch beobachten können. Weiter runter geht es nicht mehr, also von dem her kann es nur entweder bei Negativ- oder Nullzinsen bleiben oder eben, wovon man ausgeht, langfristig jetzt wieder eine Normalisierung stattfinden und ansteigen. Und die steigenden Zinsen werden jetzt also auch sozusagen durch das volatilere Umfeld am Aktienmarkt, sagt man oder sagt eben hier, sagen die Analysten von Julius Bär, jetzt langsam eingepreist. Der Markt versucht sich jetzt darauf einzustellen. Man geht aber hier sehr stark trotzdem noch von einem durchaus positiven Marktumfeld aus und von steigenden Kursen, insbesondere bei Aktien. Man sagt, dieser Anpassungsprozess hätte also seit Februar, was wir auch beobachten können, eindeutig mit rauf und runter. Am Ende ändert sich aber nicht viel. Sozusagen hat also Ende Februar begonnen. Und Inflationsrisiko sehen Sie als vorhanden. Und wenn ich das so ehrlich sagen kann, gerade natürlich im Luxusbereich, merke ich schon, dass natürlich aufgrund des steigenden Weltvermögens auch die Preise gerade beim Anlagebereich, Investmentbereich natürlich steigen, ganz klar, weil es gibt ja auch nicht endlos viele Alternativen. Die Frage ist aber auch, wie wird sich das weiter auswirken? Und ja, muss jeder sein eigenes Bild machen, kommentiert das gerne auch darunter. Aber allgemein sagt man Inflationsrisiko da, aber für Aktien eben durchaus nicht so schlimm, im Gegenteil. Denn bei Aktien habe ich ja den Vorteil, dass sozusagen durch die Inflation, aber die Aktie dann auch wieder aufgrund der Tatsache, dass ein Teil des Unternehmens ist, ja auch mitsteigen sollte, sage ich jetzt mal so vorsichtig formuliert. Das heißt also im Vergleich zu Anleihen, denke ich mal, bin ich jetzt auf jeden Fall besser dran mit Aktien. Jedenfalls sagen die Analysten von Julius Bär, sind die Chancen also gut, dass die Weltwirtschaft weiter überdurchschnittlich wächst, was sich natürlich auch in den Vermögenszuwachsraten und vor allem im Aktienmarkt positiv auswirken wird. Ja, da würde ich sagen, da habe ich mir noch was notiert hier. Ja, wo ist der Vermögenszuwachs besonders stark, vor allem in Asien überdurchschnittlich stark? Und das ist auch der Grund, warum man also das Private Banking von der Julius Bär Group, also hier sehr stark in Asien, auch ausbaut, ganz bewusst. Man hat ungefähr so Hälfte der verwalteten Vermögen aus Europa und die andere Hälfte aus Wachstumsmärkten. Was ist noch sehr spannend für die Julius Bär Group AG? Wir sind also hier, die Leute lachen natürlich jetzt ein bisschen über meine Ansprache. Ne? Ja, was ist noch sehr spannend in dem Bereich Digitalisierung, das ja auch mein Ding ist, wo ich sage, ich bin also sehr interessiert in Unternehmen, vor allem in dem Bereich, wo Digitalisierung Sinn macht. Ja? Das ist aber vor allem das Banking, Produkte, Aktien. Wieso soll ich die teuer bei einem Berater kaufen? Kaufe ich viel billiger bei meinem Online-Broker und effizienter und eigentlich auch besser in der Regel. Und vieles kann man einfach digital besser lösen. Vieles auch nicht, keine Frage. Aber in diesen Bereichen ist natürlich meiner Meinung nach ein Investment recht spannend derzeit. Und dazu gehört auch das Banking und das sieht im Julius Bär genauso und baut hier vor allem die digitale Präsenz auch aufgrund der Möglichkeiten der Skalierbarkeit und Kosteneffizienz und der Informationsmöglichkeit auch nicht zuletzt sehr stark aus. E-Banking wird immer gefragter von den Kunden, ist also sozusagen analysiert worden definitiv. Und Julius Bär ist richtig proaktiv in der Kooperation auch mit Startups etc. im Bereich der Digitalisierung mit einem neuen Chief Digital Officer hier auch extra installiert, was ich also als sehr positiv ansehe. Interessiert mich ja auch jetzt vor allem natürlich Unternehmen wie Banking-Bereich in die Digitalisierung, sei es jetzt zum Beispiel meine Swissquote-Aktien, über die ich sehr glücklich bin. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Generalversammlung, werde ich auf jeden Fall extra hinfahren. UBS werde ich mir natürlich auch versuchen anzuschauen, obwohl die wieder geografisch woanders ist. Muss ich mir eben überlegen, weil Vorteil ist, Luzerner Gegend, Zürich kann ich bei meiner Tante wohnen.
Basel müsste ich mir dann schon fast ein Zimmer nehmen, das ist relativ weit, sonst da extra hinzufahren. Muss ich mal anschauen, wie sich das ausgeht, aber will ich heute nicht damit langweilen. Aber Swissquote zum Beispiel in dem Bereich oder die Fintech Group, die ich natürlich auch hier sehr liebe, sage ich ganz ehrlich, und auch bei jeder Hauptversammlung in den letzten Jahren dabei war und auch einen guten Draht habe von meiner Seite. Er wird mich natürlich nicht so kennen, obwohl kennen schon, ja, aber wir haben also auch immer sehr gute Gespräche gehabt, zum Beispiel Nia Hage, der Vorstandsvorsitzende der Fintech Group, also sowie CEO, genauso wie auch CFO und so weiter, habe ich also immer sehr spannende Gespräche in Frankfurt. Ja, aber genauso auch natürlich Digitalisierung im Bereich von Mobilität etc. Da erinnere ich vielleicht auch mal an meinen Kanal zum Thema Mobilität, wo ich sehr viel über die Zukunft der Mobilität auch drehe. Kommt ein Special auch mit Versicherung mit Kopf kommenden Montag zum Thema Zukunft, Versicherung, Digitalisierung, Mobilität, Digitalisierung und Investitionsmöglichkeiten und Berufe rundherum. Mobilität auch für die Julius Bär AG, durchaus sehr ein interessanter Bereich. Man hat sich hier auch versucht sozusagen zu positionieren oder auch das zum Ausdruck zu bringen, indem man als Pionier am Start geht mit dem Julius Bär Zürich ePRI. Das heißt also, die Schweiz, noch präziser Zürich, wird dieses Jahr noch ein weiteres Mal im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen. Ich lese aus der Ansprache vor, ganz genau am 10. Juni 2018. Dann findet in Zürich enge am oberen Seebecken des Julius Bär Zürich ePRI statt. Das erste Rundstreckenrennen in der Schweiz seit 64 Jahren. Weiteres dazu auch einfach ergoogeln, beziehungsweise verlinke ich euch gerne die Website darunter. Auch eine spannende Message. Julius Bär ist hier Hauptsponsor seit 2014. Ja, ich bin zwar gerade schon unterwegs zur EMMI-Generalversammlung, aber ich wollte noch kurz etwas einfügen, ergänzen im Nachhinein, was mir aufgefallen ist zu Julius Bär, was vielleicht für uns Investoren ganz interessant ist. Im Bereich Fintech nochmal, habe ich über das Instagram im Nachhinein noch jetzt herausgefunden von Julius Bär, weil sie ein Foto von mir geliked haben. Vielen Dank. Und zwar, dass sie also zum Beispiel auch in Fintechs investieren, die sich damit beschäftigen, Peer-to-Peer-Produkte im Private-Banking-Bereich anzubieten. Das heißt also, das ist sozusagen eine Firma, mit der hier kooperiert wird, die die einzelnen Plattformen, die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen für Payday-Loans und so weiter und so fort, das Ganze kennen wir ja alles, Mintos und Co., sage ich jetzt nur als Beispiele für Peer-to-Peer-Plattformen, die das Ganze quasi bewerten sollen und dann ein Anlageprodukt daraus machen. Deshalb interessant, weil es mir zeigt, dass auch institutionelle Anleger sehr interessiert sind im Peer-to-Peer derzeit. Und ich persönlich ja jemand bin, der selbst sehr überzeugt ist davon und auch relativ stark in Peer-to-Peer tatsächlich investiert ist. Ja, auf viele Plattformen und auf viele verschiedene Arten von Krediten, die ich hier praktisch vergebe, verteilen allerdings. Ja. Gut, das wollte ich noch einfügen. Jetzt geht es wieder weiter mit dem anderen Video. Ja, dann ging es weiter mit dem Vortrag von Bernhard Hodler, dem neuen CEO. Er hat nochmal betont, dass es eine rein auf Private Banking ausgerichtete, international tätige Gruppe ist, die Julius Bär Group. Der verwaltete Vermögen stieg um 15%. Sorry, einmal kommende Zahl vor. Ansonsten, wie gesagt, die Zahlen bitte einfach direkt aus dem Geschäftsbericht, den ich verlinke, ablesen. Das macht natürlich mehr Sinn. Besonders starker Zuwachs war unter anderem in Asien. Das will ich jetzt nochmal runterlesen, das habe ich mir extra markiert. Genau, also Neugeldzuflüsse verzeichnen wir insgesamt oder insbesondere von Kunden mit Domizil in Asien, im Nahen Osten sowie dank einer substanziellen Erholung in Lateinamerika, in Westeuropa verzeichnen besonders erfreuliche Zuflüsse Monaco und Großbritannien. Ja. Ja, es gab auch einige Übernahmen, insbesondere in Brasilien zum Beispiel, wo man also praktisch größter unabhängiger Vermögensverwalter dadurch wurde. Sehr interessant, auch bei den Ansprachen zusammengefasst, vielleicht einmal noch genauer die Grafik dazu ansehen. Auch der CEO betont nochmals die
Digitalisierung, die hier vorgenommen wird, bis hin zu Robo-Advisory etc., wo einfach enorme Chancen drinnen von Seiten der Julius Baer Group gesehen werden. Ja, ich blende euch vielleicht ganz kurz diese wachsende weltweite Präsenz nochmal hier ein, wo ihr also auch sehen könnt, wo man also hier die Übernahmen etc. macht. Ich weiß, ich könnte das jetzt auch hier hineinschneiden, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin derzeit extrem im Zeitdruck, deshalb, wenn sich das jetzt alles ein bisschen, sage ich mal, einlebt wieder mit meinen Videos und allem, mit den ganzen Sachen, dann werde ich da gerne auch mich länger hinsetzen und das besser vorbereiten. Also ich verspreche sozusagen, mich zu bemühen, immer besser zu werden, das ist ein Lebensmotto von mir. Aber derzeit muss ich das jetzt relativ unter Zeitdruck schnell machen, weil auch ein Verlag auf ein weiteres Buch von mir wartet, das ich jetzt fertig kriegen möchte noch heute, weil im Mobilitätskanal noch 3 Videos zu schneiden sind, weil morgen die nächste Hauptversammlung ist, weil ich jetzt noch bei der Tante bin. Sorry, will euch nicht vollquatschen, nur daher bitte erlaubt mir oder gestattet mir, ich mache das ja so quasi als Hobby und gratis für uns alle, dass ich jetzt hier das einfach ohne viel Schneiden, ohne viel sonst was, nur so vlogmäßig schnell runterdrehen kann. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt ein wenig einen Überblick bekommen über das Ganze. Und das war so meine Zusammenfassung von der Julius Baer Group. Und was ich jetzt noch ganz kurz euch vorschlagen möchte, noch ganz kurz vorlesen möchte, ist vielleicht auch Dividende. Hat man eine Ausschüttung von 1,40 Franken pro Namenaktie vorgeschlagen. Ja, und natürlich auch angenommen mit, wie immer, überwältigender Mehrheit. Vielleicht ganz kurz noch ein Blick auf die entsprechenden Zahlen hier. Wenn ihr auf Pause drückt, dann könnt ihr das ja nochmal euch, wenn ihr wollt, durchlesen. Aber wie gesagt, geht einfach auf die Investor Relations. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, wie man die mal schnell findet. Dort könnt ihr das Ganze euch nochmal umfangreicher, wen es interessiert, ansehen. Genauso wie KGV und so weiter auf OnVista, in meinen Augen am besten, wenn ihr euch über diese Zahlen einen Eindruck machen wollt. Einfach auf einen Blick zu sehen ist. Ja, seid nicht zu streng mit mir. Wie gesagt, es ist einfach ein Hobby von mir. Ich liebe es einfach auf Hauptversammlungen zu gehen und habe mir gedacht, jetzt fange ich da ein bisschen an, Videos zu drehen, zu zeigen das Unternehmen, zu zeigen, eine kleine Zusammenfassung, eine persönliche von mir. Ja, auch noch auf die Speisen natürlich, auf die Naturaldividende einzugehen. Da blende ich euch jetzt noch zum Abschluss ein paar Videos ein und Fotos schneide ich da noch schnell rein. Dann, es gab also wirklich ausgezeichnete Speisen in Unmengen. Ganz, ganz toll im ersten Stock der Samsung Hall dann mit Blick in die Natur hinaus. Vorspeisen, diverse Suppen, Salate. Ich habe dann nicht alles fotografiert, aber es gab also Hauptspeisen und auch Dessert, natürlich Kalt- und Heißgetränke jeder Art, Schaumwein, alles gab es. Und nächstes Jahr wird die Hauptversammlung am 10.04.2019 wieder in der Samsung Hall abgehalten werden. Ja, das war doch, denke ich, ein schönes Schlusswort. Damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles, alles Gute, nur das Beste. Über einen kleinen Motivationsdaumen hoch würde mich freuen. Runter lieber weniger, sagt mir lieber, was ich besser machen kann. Nützt mir das Video auch zum Austausch, wie gesagt, in den Kommentaren. Zum gegenseitigen Lernen, mir geht es hier um den gegenseitigen Austausch. Sozusagen, dass wir alle voneinander lernen können. Und gar nicht so, dass ich jetzt hier irgendeinen Aktienkanal oder sowas mache. Und das geht überhaupt nicht dabei. Ja, es geht um die Hauptversammlungsgespräche. Alles Liebe, alles Gute, vielleicht abonniert noch den Kanal und bis bald. Tschüss, euer Bernhard. Ja, kleiner Nachtrag noch. Ihr seht es auf dem Foto, als Geschenk gab es so ein Säckchen mit Julius-Bären, kleine, zum Essen.